Was ist das denn? Ist das das Der Schwert, das so aussieht wie ein umgekehrt, der Dolch, der so aussieht wie ein Schwert. Ja. Gibt auch ein Schwert, der so, das so aussieht. Der so aussieht. Alles Deutsch. Das ist. Artikel setzen ist schwer. Fire. Ja, ich liebe es, angecharged zu werden und erstmal nichts machen zu können. Das ist ganz toll, ne? Der Schwert, das deutlich so. Jetzt habe ich es richtig. Sieht so schön aus mit dem Feuer überall, ne? Überall regnet es Feuer. Mana Pulver. Nui, mit Level Up. GZ. Yeah. Das kann ich nicht. Beweglichkeit trinken. Ich könnte mal Gesundheitssteine herstellen, wenn ihr wollt. Ja. Lutsch Fällt mir gerade Käse. so ein. Wieder. Wo stelle ich, setze ich den jetzt? Ah, da. Jetzt Weiß egal. ich, ich benutze meistens mein Halte. Moment mal, was heilt eigentlich mehr? Da Erbstück heißt, der macht 3,5. Gesundheitsstein macht 6,3, okay. Ja, der Gesundheitsstein ist da wesentlich besser. Bei mir macht er 6,9 der Gesundheitsstein. Hintergrundgeräusche bei mir. Wie, was? Nö. Nö, das ist gut. Habt ihr aber hier bei mir? Ja. Nee. Okay. Schau nicht Fernsehen nebenbei. Mein Bruder sitzt nämlich gerade neben mir und zockt einen Shooter. Das könnte, habe ich gedacht, könnte stören. Vielleicht. Also stört nicht, das ist gut. Oh mein Gott, wie diese Werbestimme, das sagt Ozaftis. Oh Gott. Naja, wenn's irgendwie versuchen, bayerisch zu reden, es aber nicht können. Wer hat versucht, bayerisch zu reden? Irgendein ProSieben-Werbesprecher. Okay. Die sollten generell aufhören zu sprechen. Nein, geht schon. ProSieben ist ja noch. Der ProSieben geht ist in nie. Ordnung, die machen nur viel zu viel Werbung. Okay. Galran. Tentakel! Die dich noch weiter weg. Die schubsen mich eh die ganze Zeit rum. Das ist so cool mit den Dingern, ey. Eigentlich müsste die gesamte Gruppe damit ausgestattet sein und dann müsste das immer im Bosskampf stellen. Tentacle Rape. Ach ja, ich sehe schon neue Fanfictions vor mir. Ach ja.
Da ja schon wieder das neue Addon so langsam in Ankunft ist, frage ich mich zwischendurch immer wieder, werdet ihr je mit dem Let's Play das Maximallevel sehen? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich weiß nicht, ob wir das jemals schaffen werden. Irgendwann wird schon, also wir kommen zumindest immer näher. Irgendwann, sagt er. Irgendwann. Ja. Irgendwann sind wir Level 90 und dann gibt's schon bis 130, Mann. Naja, gut. Seitdem Warlords of Draenor raus ist, also mit dem Pre-Patch haben wir gerade sengende Schlucht gemacht. Das weiß ich noch. In der ersten richtigen DOD war Exe dann mit dabei. Und sonst, ja, seitdem sind wir immerhin 20 Level nach oben gekommen. Mehr oder weniger. Oh, jetzt warte ich auf die zweite Phase. Könntest eigentlich nochmal Mark of the Wild buffen. Allein wegen der Versatility. Ach, Mark of the Wild Versatility, okay. Ja. Und Tentacle Horn. Wait. So viele schöne Tentakel. Warte, hat und. Hat die das auch? Nee, doch nicht. Schade, ich dachte schon, einer unserer Begleiter hier hätte das Ding auch noch. Nee, ich hab's noch gezogen. Die Berührung der Lehre. Das wäre wirklich mal das ist wirklich toll, wenn jeder in der Gruppe das trinket hätte. So. Ab jetzt können wir auch in Nexus rein. Meinst du, wir kommen jetzt auch in den Nexus rein? 50-50. Also, Utgard. Jep. Sowieso. Ich meine, es ist eine 150%ige Chance, da reinzukommen. Wir werden's sehen. Sobald der Ladebalken da ist. Und es ist der Nexus. Oh! Nexus! Das heißt, wir haben Quest. Buffen! Was? Oh, was sich ja Ismog nennt. Ach, einfach Quest. Warum gucke ich mir eigentlich die Questbelohnung großartig an? Einfach annehmen. Der Rücken ist auch uninteressant. Aber Handschuhe könnten interessant sein. Was soll ich denn da? Was haben wir denn? Falsche hier? Gestalt. Ah, ja, wir haben einen Monk und einen Schattenpriester, wenn ich das richtig sehe. Monks! Hey. Seht mich, ich bin toll, ich kann rollen. Yay, dann die fällt Latenz den Heiler wieder tränke und ich und sterbe, weil ich hin und her roll und der Heiler keine Sicht auf mich hat. Oh, rollen! Das halt ich von Monks. Und ich habe letztens ein Interview mit Barlow gesehen. Da haben sie über. Habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, weil das wurde in Facebook quasi geteilt über World of Warcraft. Über diese Seite, die wir beide geliked haben. Habe ich jetzt nicht wirklich drauf geschaut, wenn ich ehrlich bin. Und da hat er so erzählt, was der vom neuen, bis jetzt vom neuen Add-on, was angekündigt ist, was er davon hält. Und was er davon hält, dass, was bis jetzt, was die über den Dämonenjäger, erzählt haben, was er von den Dämonenjäger hält. Ich muss sagen, kenne ich Balu anders. Der war nämlich total uninformiert und das war irgendwie total stümperhaft.
Was er da hat, keine Ahnung. Yay, ich habe eine Mega-Latenz gerade. Uhaha. Was er von Dämonen. Also normalerweise, ich kenne Balu normalerweise viel kompetent, also wie soll ich sagen, fachkompetenter. Er hat viel, viel mehr Satal gehabt als sonst. Ja. Ein Problem, was er mit dem Dämonenjäger sieht, ist, dass er ein weiterer Nahkämpfer ist. Dass WoW eigentlich keine weiteren Nahkämpfer bräuchte. Momentan ist es ausgeglichen. Also ich habe es, glaube ich, mal nachgezählt und es gibt... Es geht darum, dass einzelne Mechaniken nicht für Nahkämpfer geeignet sind. Ja. Oder nicht nahkämpferhaftig genug sind. Und dadurch, dass sie noch einen Range-Skill zu einem Mini-Skill machen, macht das Ganze nicht wirklich besser. Ja, das genau, das hat er auch erwähnt. Er hat generell kein Blatt an das an die bisherigen Ankündigungen. Naja. Also ich freue mich aufs nächste Addon. Ich mir auch. Ja, ich auch. Geh die Leuten nicht umsonst regelmäßig damit auf die Nerven. Stumm. Und dann komm. Oh ja, hier kommt auf jeden Fall eine neue Fanfic. Überall Tentakel. Mann, komm, tauch wieder auf. Kann die nicht leiden. War das jetzt wieder so eine... Hey, ich hau dir die meine maximalen Lebenspunkte vom Leben ab. Nein, keine Ahnung. Wie heißt das Skill nochmal? Welchen Skill meinst du jetzt? Mönch. Hand des Todes? Nein. Berührung des Todes. Halt irgendwas mit Achso, wenn es die Hand des Todes wäre, wäre es ein Paladin-Skill oder so. Ja, weil es eine Hand ist. Mit Händen, da kennen sich Paladine gut aus. Ich meine, Hand des Schutzes, Hand der Freiheit, Hand der Erlösung. Hand der Erlösung? Ah, ja, stimmt. Hand der Aufopferung. Hand der Schuh. Ich werde mal gleich meinen Hund holen. Hm? Wir haben zwar noch kein Oktoberfest, aber... Oh Mann, ich musste so lachen, wie Timos damals meinte, ja, im Oktober kommen wir euch doch mal besuchen, wir wollen nämlich aufs Oktoberfest. Ich so, was wollt ihr? Ja, aufs Oktoberfest, das beginnt im September. Ja, wie? Was? Es wird nicht im Oktober gefeiert? Ja, das sieht man mal wieder, wie viel an. Warum heißt es dann Oktoberfest? Ich so, weil reingefeiert wird im Oktober. Wir haben Ads. Wie ätzend. Von hinten. Ich erinnere mich an den Hubschrauber-Piloten, also wie hieß er nochmal? Warcraft 3. Der. Die Gyrocopter-Piloten. Gyrocopter-Piloten. Die kommen von hinten. Ja. Schreien sie immer, wenn sie abstürzen. Ja. Meine Fresse, mein Wichtel ist mal wieder verreckt. Sagt der durchschnittliche Call of Duty-Spieler aber auch immer, wenn er abgeschossen wird, war es immer von hinten. Ja. Das ist immer das Schlimmste. Oder es war ein Hacker.
Hex! Wenn du Hex Tentakel haben willst, gut, Moment, das sag ich dir dann nachher, nach der Aufnahme. Ich will keine Hex haben. Was diese Tentakel machen, das ist unglaublich. Ja. Ich finde den Mönch hier unglaublich, ich glaube, ich sollte ihn bespucken. Eine Berührung des Todes, erste Schadensquelle, da weiß man, was man hat. Ich glaube, ich habe Aggro gezogen. Ups. Ja, ich bin auch noch nicht da. Ich habe da hinten die Questbedingungen erfüllt, die ihr wieder vergessen hättet. Ja, schön. Ja, nee, ich habe schon damit gerechnet, dass es einer macht, deswegen bin ich wieder gegangen. An ich habe vergessen. Hab ich gedacht. Ich weiß auch, dass wir in der nächsten Quest die Bäume looten müssen. So. Echt? Gut, dass du sagst. Ich krieg schon wieder aus Mau. Yay, betäubt, ich liebe es. Großen Bäume? Ja, die großen Bäume musst du looten. Die droppen so ein komisches Zeug. Juhu, ich bin schon wieder betäubt. Ich liebe es ja so sehr. Ich wollte schon fast, dass so eine kleine Blume im Chaosblitz verschießen, Alter. Was für Schwächverschwendung von Chaosfunken. Ich brauch grad noch Schattenbrand durchkriegen. Was ist meines Lebens da? Ich